O Holy Night! Wussten Sie, dass der Heilige Abend der Tag mit den wenigsten Geburten in Deutschland ist? Ja, ganz im Ernst. Man sollte doch meinen, über die Jahrzehnte hinweg gleichen sich kleine Unterschiede in der Geburtenrate aus. Oder es sollte gar mehr Geburten an Weihnachten geben, weil anstrengende Vorbereitungen oder zu viel Aufregung vor der Bescherung. Doch nichts dergleichen. Ein Drittel weniger Geburten an Weihnachten. Jahr für Jahr. Die moderne Medizin macht das möglich. Ein Zusammenspiel von Verzögern und Beschleunigen. Babys kommen zum Wunschtermin zur Welt. Nur nicht an oder um Weihnachten. Heiligabend im Kreissaal. Stressfrei. Auch das weit gefehlt. Weniger Personal, aufgeregtere Menschen. Mütter, Väter, Omas, Opas ohne Zeit und Verständnis, warum der Besuch im Krankenhaus nicht zu vermeiden war. Daheim, da wartet der geschmückte Baum. Apropos Baum, einen Weihnachtsbaum gibt es natürlich auch in der geburtshilflichen Station. Desinfiziert und septisch einwandfrei und schön. Sie wollen und sollen sich wohl fühlen, die über Weihnachtsdienst tun müssen und die, die einen neuen Erdenbürger in die Selbstständigkeit entlassen. Und wenn gerade kein neuer Erdenbürger wartet, sitzt die weihnachtliche Rumpfmannschaft der Geburtshilfe zusammen, genießt die traditionellen Würstchen mit Kartoffelsalat, knabbert an mitgebrachten Plätzchen und prostet sich mit Früchtepunsch zu. Es sind meistens die gleichen, die Heiligabenddienst verrichten. Allgemein sind die Weihnachtstage unbeliebte Arbeitstage. Aber für die, die es freiwillig tun, ist Heiligabend irgendwie ein heiliger Abend. Ganz weit weg vom Rest der Welt. Es ist eben etwas Besonderes, einem Kind an dem Tag auf die Welt zu helfen, an dem so viele Menschen Christi Geburt feiern. Aber wer daraus jetzt den Schluss zieht, an Heiligabend sei im Kreissaal immer und ewig nichts los, der ist doch recht der sachlichen Eröffnung dieser Geschichte erlegen. Gegen 17 Uhr am Heiligabend nämlich ruft Arthur Kaiser, Eigentümer der Kaiserwerke, optische Apparate in sechster Generation, bei der diensthabenden Hebamme Veronika Volz an und kündigt das außerplanmäßige Eintreffen seiner Gattin Sarah Sabin an. Diese habe die Absicht, seinen ersten Sohn, den Stammhalter der Kaisers, zur Welt zu bringen. Während die Hebamme noch telefoniert, schleppt der Maurer Karl Holler seine hochschwangere Frau, Elke, über die Schwelle der geburtshilflichen Abteilung und legt sie sanft auf eine bereitstehende Liege. Ein junger Auszubildende kümmert sich gleich um die wehengeplagte Frau. Als Veronika Volz den Hörer auflegt, weiß sie, dass Arthur Kaiser erstens einen Sohn, zweitens eine komplikationsfreie Geburt erwartet und drittens versuchen will, rechtzeitig da zu sein. Danach geht alles sehr schnell. Sarah Sabine Kaiser stürzt gestürzt auf ihren Fahrer in den Kreissaal. Nahezu zeitgleich platzen die Fruchtblasen der beiden Damen, werden diese in die Kreissäle geschoben und bemühen sich, ihre jeweiligen Kinder in die Welt zu entlassen. Die Hebamme springt von der einen zur anderen, bis schließlich alles geschafft ist. Die Helferinnen nehmen die abgenabelten Würmchen ab. Dann werden die Kinder gewaschen und versorgt und dann... Ja, dann stürmt Arthur Kaiser in die Geburtshilfe, ruft lautstark nach seinem Sohn, sieht ein männliches Baby, das eine Geburtshelfer-Auszubildende gerade gebadet hat, entreißt der jungen Frau das Kind und stürmt damit zu seiner Frau, die schon nach ihm jammert. Karl Holler hat die ganze Zeit vor dem Kreissaal gewartet. So eine Geburt, das ist nicht so sein Ding. Als er aber den mutigen Arthur Kaiser an sich vorbeistürmen sieht, folgt er ihm. Er findet das Restkind vor, ein wunderhübsches schwarzhaariges Mädchen, in das er sich gleich verliebt. Er wartet, bis die Nabelschnur versorgt und es fertig angezogen ist, dann hebt er es vorsichtig in seinen Arm und überrascht seine Frau Elke mit dem Neugeborenen. Die Frauen, die Babys und die Männer werden auf ihre Zimmer geleitet und zunächst einmal sich und ihrem Glück überlassen. Veronika Volz ist froh, den Stress hinter sich lassen zu können.
Sie macht sich an die unvermeidliche Bürokratie. Das Kaiserbaby, das Hollerbaby, ein Junge, ein Mädchen. Ist es nicht umgekehrt gewesen? Ein Kaisermädchen und ein Hollerjunge? Je mehr sie darüber nachdenkt, umso unsicherer wird sie. Aber sie ist sich ganz sicher, dass Arthur Kaiser mit dem Buben zu seiner Frau gekommen ist. Beim besten Willen. Es will ihr nicht mehr einfallen. Als Kompromiss für sich selbst trägt sie jedenfalls als Geburtszeiten die auf die Minute gleiche Uhrzeit ein. Die Babys schlafen unterdessen Wand an Wand bei ihren Müttern. Der Kaisersohn privat versichert in Einzelzimmer 216 und die Hollertochter als Kassenpatientin im Zweibettzimmer 217. Das soll für 27 Jahre das letzte Mal sein, dass die beiden Kinder so nahe zusammengekommen sind. Sebastian Kaiser wächst im Wohlstand der Familie auf, in der Villa am Stadtrand, spielt mit handverlesenen Freunden, besucht ein handverlesenes Internat, drückt sich handverlesen am Wehrdienst vorbei, studiert eigenhändig Maschinenbau auf einer Privatuni inklusive Auslandsstudium in Manchester. Nun ist er fertig und kehrt nach Hause zu den Eltern und zur Firma zurück. Lena Holler besteht nach der Grundschule und Gymnasium als Jahrgangsbeste das Abitur, studiert BAföG finanziert Wirtschaftswissenschaften in Berlin. Nach ihrem Abschluss will sich eine deutsche Großbank ihrer Dienste versichern. Lena schlägt das Angebot aber aus, weil sie zunächst zu Hause zu ihren Eltern will, um der Mutter zu helfen, den inzwischen bandscheibenerkrankten Vater zu pflegen. So kommt es, dass die sich nicht kennenden zu Weihnachten in ihrer Heimatstadt weilen. Die Kaisers wie die Hollers pflegen die Weihnachtstradition, wozu unabdingbar der Besuch der Christmette gehört. So steht Lena Holler mit ihrer Mutter irgendwo in der Masse der Gläubigen bzw. denen, die vorgeben, es zu sein, um in der Christmette die schönen Weihnachtslieder ihrer Kindheit mitsingen zu können. Die Kaisers kommen wie meist etwas zu spät, was nicht weiter schlimm ist, weil sie reservierte Plätze einnehmen. Die Familie zählt zu den Großspendern der örtlichen Kirche und hat im vergangenen Jahr fast im Alleingang die Renovierung der Orgel bezahlt. Es erscheint den Mitgläubigen geradezu gerecht, dass die Kaisers die Tradition früherer Feudalherren fortsetzen und die Loge für sich beanspruchen. So bekommt das Wort Geldadel auch seine innere Bedeutung. Das Leben von Lena und Sebastian hätte wahrscheinlich keine so bedeutende Wendung genommen, wäre nicht Pastor Kaltenbrunner die Idee zu einer ganz besonderen Geburtstagsfeier gekommen. Ich bitte alle, die mit unserem Herrn Jesus Christus am heutigen Abend ihren Geburtstag feiern, hier zu mir an den Altar. Wir wollen gemeinsam das Abendmahl zu uns nehmen. Sebastian liebt solche Bärennummern überhaupt nicht. Aber er kann sich dem auch nicht entziehen. Zu viele Menschen wissen, dass er heute Geburtstag hat. Schnell steht er auf und geht die wenigen Schritte zum Altar. Zunächst sieht er so aus, als sei er das einzige Geburtstagskind. Doch dann bemerkt er die Unruhe, die in den hinteren Stehreihen ihren Ausgang nimmt. Schließlich schält sich eine Person aus der Masse und kommt zügigen Schrittes zum Altar. Sebastian weiß sofort, das ist sie. Meine Traumfrau. Die, auf die ich gewartet habe. Lange schwarze Haare, ein Engelsgesicht, ein verschmitztes Lächeln auf den Lippen, das ein wenig Verlegenheit verrät. Während seines Studiums hat er schon mehrere Beziehungen gepflegt, in Manchester sogar eine längere Beziehung zu einer Schönheit aus Eritrea. Aber er hat immer gewusst, dass die Richtige noch nicht darunter war. Als diese junge Frau auf ihn zukommt, ist er sich schlagartig sicher. Die oder keine. Ja, und weiter geht's wie im Kitschfilm. Telefonnummern austauschen, erstes Date, schnell sind sie dem Mysterium ihrer Geburt am gleichen Tag, zur gleichen Stunde, im gleichen Krankenhaus auf die Spur gekommen. Dann zweites, drittes, viertes Date, gemeinsame Pläne, Verlobung, Zusammenziehen, nein, ja, die Hochzeit und bald das erste Kind. Unsere kleine Geschichte endet da, wo sie begonnen hat, in der geburtshilflichen Station des Krankenhauses. Ein kleiner Sohn hat Lena und Sebastian überrascht, sehr zur Freude des Kaiseropas Arthur. Und seine Freude wird noch gesteigert, als er das Baby beim Wickeln im Krankenzimmer zum ersten Mal nackt sieht. Oh, Sebastian, schau mal hin, der Kleine hat das kaiserliche Muttermal, da neben dem Bauchnabel. Und wir dachten schon, es sei mit deiner Geburt verschwunden. Was bitte ist das kaiserliche Muttermal, will Sebastian wissen. Ach, wir haben dir das nie erzählt, Sohn, weil wir dich nicht beunruhigen wollten.
entgegnet Sabine Kaiser. Alle Kaiserkinder hatten seit Generationen ein kleines Muttermal rechts neben dem Nabel. Nur du nicht. Aber jetzt ist mit einer Generation Pause das Muttermal zurückgekehrt. Wieso Pause und zurückgekehrt? Wirft Lena ein und zieht ihr Nachthemd etwas hoch. Der Kleine hat nur mein Muttermal geerbt. Sebastian und Lena schauen sich lange an. Als Sebastians Eltern gegangen sind, hängt ein Verdacht wie Nebel im Raum. Und wenn, sagt Lena, wem wäre geholfen, wenn es wahr wäre? Unsere Liebe hat es ja wieder gerichtet. Christbaumsuche von Christa Berlandi. Steht die Weihnacht vor der Tür, muss ein schöner Christbaum her. Samstags vorher laufen Männer, junge, alte Christbaumkenner, nie war an gemein Haus. Ei, wie sieht das lustig aus. Kimmt die Fracht dann angerollt, mischt man, was man gar nicht wollt. Jeder muss als erster gucken, wo die beste Bärmscher hucke. So viel Grünzeug wäre da, trotzdem wird gerobbt, gezogen. Christbaum hin und her geriss, hochgehob und wäschgeschmiss. Es wird gerufen, der Baum ist meiner, sucht er selber so ein Feiner. Also geht das immer wieder, bis dann jeder Mann so friere. Nur der Pere sucht und sucht, rennt darum und schänt und flucht, nimmt das alles arisch wichtig, bringt doch nie der Frau das richtig. Voriges Jahr, da war das so, Frau mein Bärmsche gar nicht froh. Wenig esst, so dicke Knippel, Uhr drauf, da fehlte Zippel. Schänze, Pitt verlass dich drauf, lohi dat Ding stell euch nicht auf. Machet so wie all die Schlaue, euch gehen Mäue an der Klaue. Still und starr ruht der See.